wird, dann gibt es natürlich, dann kommt ein Bürgermeister nicht mit leeren Händen. Und natürlich, in einem Rathaus gibt es immer Urkunden. Was wären wir ohne Papier? Auch wenn wir digital arbeiten. Und so gibt es natürlich auch den Geburtstagsgruß an Herrn Wolfgang Heinrich. Sehr geehrter Herr Heinrich, ich freue mich im Namen des Rates und der Verwaltung der Hansestadt Herford zur Vollendung Ihres 90. Lebensjahres meine herzlichen Glückwünsche aussprechen zu können. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft noch viele glückliche und gesunde Lebensjahre. Für die Hansestadt Herford, Tim Kehler. Alles Gute. Danke. Da so eine Urkunde alleine ja ein bisschen trocken ist, braucht man ja auch noch ein bisschen was fürs Leben, sage ich mal. Und ich dachte mir, es wäre schon passend, wenn die Stadt Ihnen den Herforder Wein schenkt und natürlich etwas Schokolade dazu. Was ist besonders an diesem Wein? Dieser Wein wird angebaut auf den Hängen in Leutesdorf, wo früher der Wein für die Äbtissin angebaut wurde. Wir konnten diese Tradition wiederbeleben. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, das dauert viel zu lange. Aber die Schenkungsurkunde damals des Weingutes an die Äbtissin ist die erste urkundliche Erwähnung von Leutesdorf, die Gründungsurkunde. Und warum ist es auch gut, Wein zu schenken? Weil Herford ist eine Hansestadt. Und Hanseaten nehmen in der Regel keinen Orden an. Sie wissen warum. Weil ein Hanseat kniet vor keinem Herrn. Also mussten sich die Hanseaten eine andere Ehrungsform ausdenken. Und das ist auch die Begründung, warum sie in vielen Hansestädten die besten Weinkeller finden. Die größte Sammlung deutscher Weine finden sie in Bremen, meine alte Heimatstadt. Und wenn Hanseaten in hanseatischen Städten etwas Tolles geleistet haben, dann ist es die höchste Ehre, Wein zu bekommen. Und deswegen symbolisch, als Dankeschön und auch als Ehrung, Wein für Sie. Herforder Wein, möge er Ihnen schmecken und zur Gesundheit beitragen. Herzlichen Dank. Bitte sehr. Ja, danke schön. Ja, meine Damen und Herren, ich bin natürlich sehr bewegt. Nicht jeder Mensch wird so gelobt für eine Sache, die er eigentlich gar nicht selbst geschaffen hat. Ich bin nur dankbar, dass ich dieses Alter erreichen durfte und nun dazu noch diese Anerkennung erfahre. Herr Bürgermeister, ganz herzlichen Dank erstmal für Ihre Freundlichkeit. Ich habe hier einen Zettel vorsichtshalber mitgebracht. Ein alter Klassenlehrer hat mal gesagt, damals, wenn man über 90 ist, dann darf man auch ablesen. Also ich wollte erstmal Herrn Bürgermeister Kehler herzlich danken für seine Worte und dann natürlich auch mich bedanken bei den Damen und Herren, die hier das alles organisiert haben. Da denke ich besonders an die beiden Damen aus dem Bürgermeisteramt. Einen kleinen Fehler hat man natürlich mit 90, dass einem plötzlich Namen nicht einfallen, wenn man sie nötig braucht. Also bitte Entschuldigung. Ja. Mein besonderer Dank gilt selbstverständlich auch Herrn Huder, der eigentlich die ganze Sache hier organisiert und geordnet hat. Und dann natürlich danke ich all den freundlichen Helfern und Mitglieder der Verwaltung, die geholfen haben. Ein besonderer Dank geht auch an die Kapelle, an die Musikanten. Das ist bei uns immer so, wenn ich ein bisschen daneben gerade, dann kriege ich immer die Hilfe. Und
denke daran, dass die Sparkasse sehr viel für die Kultur und die Kunst hier getan hat in den Jahrzehnten. Ich hatte allein 5 Ausstellungen in der Sparkasse Herford. Zum Beispiel Englandreise, Berlin, Lago Maggiore, von Süd bis nach Brasilien und dann die Vorstellung von 2 Büchern. Das erste hieß Herford, Porträt einer Stadt. Das habe ich jetzt inzwischen schon ein paar Mal wieder zurückgekauft, antiquarisch, weil ich das verschenken wollte. Und dann das nächste Buch, Wittekindsland, das wurde auch in der Sparkasse vorgestellt mit einer Ausstellung. Also das werde ich auch nachher nochmal, aber das hat mal das Ende anwesend, da hat es also schon gehört. Ja, da habe ich also sehr viel zu danken und insgesamt denken wir, meine Frau und ich, immer wieder, wie glücklich wir doch waren, dass wir diese Stadt so nun zufällig gefunden haben, obwohl ich sie ja eigentlich nicht wollte, aber das haben wir ja gehört, das war durchaus verständlich. Ihnen allen danke ich jetzt noch einmal dafür, dass Sie bei diesem schrecklichen Wetter trotzdem gekommen sind, um hier an unserer kleinen Feier teilzunehmen. Ich danke Ihnen. Lieber Herr Heinrich, Ihr 90. Geburtstag ist mir ein willkommener Anlass, Ihnen meine besten Wünsche zu übermitteln und diesen mit meinem Dank für Ihr künstlerisches Schaffen zu verbinden. Mit Ihren Aquarellen, Zeichnungen und Radierungen erschließen Sie den Betrachter immer wieder neue Dimensionen und lassen ihn Raum und Atmosphäre völlig neu erleben. Die Vielfalt und Schönheit meiner Heimat Ostwestfalen haben Sie in unzähligen Welten festgehalten, darunter auch mein Geburtshaus in Schieder-Schwanberg. Über meine Heimat hinaus haben Sie mit Ihrer Kunst überall viele Verehrer und Sammler gewonnen und zahlreiche Preise künden von der hohen Wertschätzung, die Sie und Ihr Werk genießen. Für Ihr neues Lebensjahr wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und eine schöne Geburtstagsfeier im Kreise der Menschen, die Ihnen nahe und wichtig sind. Herzliche Grüße, Ihr Frank-Walter Steinmeier.